ahead. Vielen Dank und sage herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Derby zwischen den Kassel Huskies und dem EC Bad Nauheim. Endstand 2:5, das Ganze vor 4.403 Zuschauern. Bei mir begrüße ich die beiden Trainer des Petri Kujala als Trainer des EC Bad Nauheim und unser Head Coach Rico Rossi. Bevor ich das Mikro übergebe an den Gästecoach, erstmal herzlichen Glückwunsch und ein paar Worte zum Spiel. Guten Abend. Ja, ich glaube, es war sehr schön, natürlich jetzt vielleicht für mich jetzt zu sagen, sehr schöne Derby. Es war up and down, viel Tempo auf dem Eis und natürlich nach einer 3-0-Führung, was wir da herausgeschossen haben, war es Wahnsinn zu sehen, wie die Kasseler Fans immer wieder Mannschaft nach vorne pushen. Und da haben die Kasseler natürlich auch sehr viel Energie rausgekriegt und das 3-2 noch geschafft. Ich bin zufrieden, aber wie meine Mannschaft auch unter viel Druck in eigenen Richtung gearbeitet hat und ja, sehr zufrieden, dass wir die für uns sehr, sehr wichtigen Punkte heute geholt haben. Danke. Kurz und prägnant. Rico, wie hast du das Spiel heute gesehen? Ja, Glückwunsch zu Bad Nauheim. Das war ein verdienter Sieg. Die hatten ein bisschen mehr die Sieg gewählt wie uns. Die hatten ein bisschen mehr Biss, ein bisschen mehr in dem Schussbahns geworfen, der hat wirklich dort gemerkt, dass die 3 Punkte für den wäre ein Tick mehr wichtig wie die 3 Punkte für uns und das wäre endlich die Unterschied zwischen der Mannschaft und unserer Mannschaft. Aber trotzdem, nach dem 3-0 Vorsprung haben wir wieder im Spiel gekommen, wir haben wieder im Spiel gekämpft. Aber diese 2 Tore im zweiten Drittel hatten wir eigentlich von uns in Neutralzone Failures. Die Scheibe ausgegeben und auf Counter gelaufen und das darf nicht passieren. Gegen so einen Gegner, das offensiv hat sehr viel Qualität in der Stürmers. Aber wie gesagt, die waren bissiger wie uns, die hat die Sieg, die wollte die Sieg haben mehr wie uns, die waren mehr zielgestrieben wie uns. Aber trotzdem, wir hatten auch in den richtigen Moments die unsere Failures gemacht, das hat uns das Spiel gekostet. Oder die Unglück. Am 3-2 mit dem Pfosten-Tor, mit dem Pfosten-Schuss, wenn es dann geht, dann wechseln sie die Dings. Aber im Moment, so läuft es bei uns. Jede Mannschaft durch die ganze Saison hat sie eine Phase wie diese. Die guten Ding ist, dass wir haben uns in einer guten Position vor, dass wir diese Phase bekommen. Es wird ganz anders sein, wenn wir unten in die Tabelle stehen und 4 Punkte hintereinander verlieren. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, ein ganzes Jahr, sodass wir wissen, irgendwann, und das habe ich auch vorgewarnt, dass irgendwann für jede Mannschaft aus dem Bietigheim, glaube ich, dieses Jahr, hat eine Phase, wo es wirklich nicht gut läuft für den. Wichtig ist, dass wir haben die Punkte geholt vorher und wir sind immer in ein gutes Ausgangsposition für die nächsten 7 Spiele. So, wir müssen mit unserem Kopf cool bleiben. Und wir müssen wieder zu uns arbeiten. Es geht nicht leichter, es wird nicht alleine die anderen. Wir müssen das selbst anderen. Das werden wir tun. Ja, vielen Dank, Rico. Ich will das auch gar nicht länger machen als unbedingt erforderlich. Gutes Fragen der Pressevertreter an die beiden Trainer. Eine hätte ich, und zwar Mike Collins hat was abbekommen im letzten Drittel, hat zwar weitergespielt, aber hat sich so ein bisschen gekrümmt, ist da irgendwas am Handgelenk? Hast du gehört? Also die Frage war, Mike Collins hat ein bisschen was abbekommen im letzten Drittel, ein bisschen was aufs Handgelenk oder sowas, ob was dahinter ist, die Antwort war nein, ist alles gut. Weitere Fragen? Keine? Gut, dann komme ich noch zu einer guten und schlechten Nachricht gleichermaßen, weil gut ist, dass wir unsere Hausaufgaben gemacht haben, wie Rico schon gesagt hat. Gut ist auch, dass die anderen Mannschaften allesamt für uns spielen. Kommen wir zu den Ergebnissen aus den anderen Partien. ESV Kaufbeuren, SC Rissersee Endstand 5:4 nach Overtime. EV Landshut gegen Herbroder Falken 7:2. Als Piraten Krimitschau gegen die Bietiger Steelers 4:5 im dritten Drittel. Fischtown Penguins Bremerhaven gegen die Eisbären Dresden, da steht es im dritten Drittel 5:5. Und Lausitzer Füchse gegen die Ravensburg Tower Stars, Endstand 4:3. Und Star Wars Rosenheim gegen die Löwen Frankfurt, Endstand 5:2. Für uns geht's weiter dann. Am kommenden Sonntag in Heilbronn. Und unser nächstes Heimspiel ist am Freitag, den 13., was hoffentlich kein schlechtes Omen ist,
Bei uns zu Gast auf 19:30 dann der EV Landshut. Unser Gast aus Bad Nauheim, guten Nachhauseweg. Und gut, viel Glück noch für den Rest. Mal schauen, vielleicht sehen wir uns doch, vielleicht auch nicht. Mal gucken. Jedenfalls viel Erfolg. Ihnen allen schönen Abend, schönes Wochenende. Bis spätestens nächsten Freitag. Macht's gut und tschüss.